Willkommen, willkommen aus Barcelona. Wir sind hier bei BlackBerry und haben das Key One in der Hand. BlackBerry wurde ja vor kurzem von Alcatel, von der Alcatel-Mutterfirma TCL übernommen, zumindest der Name, aber das Brand und die Sicherheitsvorkehrungen und alles mögliche andere bleibt bestehen, damit wir hier natürlich nicht nur ein schönes Handy in der Hand haben und ein praktisches, sondern auch ein sicheres, was vor allem die Security-Patch-Levels angeht, für die Programme, die schon entwickelt wurden von BlackBerry noch vor einem Jahr für Android. Natürlich der BlackBerry Messenger hier mit dabei, aber vor allem die Tastatur ist das, was spannend ist, denn natürlich haben wir weiterhin die Touch-Oberfläche drauf, also ich kann einfach mit meinem Finger drüber wischen, wie auch bei dem Priv und den anderen Geräten, aber hier habe ich keinen Slider mehr, sondern ein schönes, wirklich dickes Metallgehäuse mit einem 3050 mAh großen Akku, 3500 und 5 mAh großen Akku und einem Qualcomm Snapdragon 625 Prozessor, der auf jeden Fall schnell genug ist für wirklich die alltäglichen Aufgaben hier, die das Gerät lösen muss. Hier haben wir einen Convenience-Button, den stelle ich euch gleich vor, einen Lautstärkeregler, hier kommt die SIM-Karte rein und die Micro-SD-Karte und dann oben natürlich noch ein Kopfhöreranschluss, darf auch nicht fehlen, beziehungsweise ein zweites Mikrofon für guten Sound. Auf der linken Seite ist ein- und Ausschalter, wie auch beim Priv. Und unten haben wir dann USB-C mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher noch integriert und zum ersten Mal auch ein Fingerabdruckleser hier mit dabei bei einem BlackBerry mit Tastatur. Natürlich sehr praktisch, wenn wir das Gerät dann hier entsprechend anlocken wollen, geht aber auch weiter, ohne wenn ihr das nicht unbedingt braucht. Wie ihr merkt, es läuft natürlich normales Android, aber wir haben wirklich das Allerneueste vom Neuesten, was Android angeht, hier drauf, nämlich Android 7.1.1, also wirklich sehr schön, nicht nur anzuschauen, sondern neuer als die meisten, nicht nur Samsung-Geräte, sondern wirklich alle in der Industrie sind eigentlich auf Android 7.0 meistens unterwegs, außer es handelt sich um die Google-Handys. Technische Daten beinhalten ansonsten noch einen 3 GB RAM, 32 GB internen Speicher und der ist natürlich erweiterbar, wie vorhin schon erwähnt. Aber die Kameras sind auch extrem gut. Vorne haben wir eine 8-Megapixel-Kamera mit dabei, die nicht nur schnell ist, sondern sehr schöne Qualität liefert. Hier auch bei relativ schlechtem Licht. Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade den Pro-Modus an. Den könnte ich aber auch zu normalen Simpel- oder Standard-Modus wechseln. Heißt eigentlich nicht hier die ganzen Einstellungen, die mich hier vielleicht stören würden oder mit denen ich mich nicht auskenne. Aber so kann man natürlich noch schönere Bilder machen. Und wenn ich zurück auf die Kamera gehe, hinten, die hat 12 Megapixel mit dem gleichen Sensor, den wir auch von Samsung zum Beispiel kennen oder von anderen Herstellern, die hier den Sony-Sensor benutzen, den 378er. Und wie ihr sehen könnt, die Geschwindigkeit ist schnell. Natürlich kann ich dann auch hier 4K-Videos aufnehmen und wunderschöne Fotos von Landschaften und natürlich alles mögliche andere machen. Wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin, dann dafür ist eigentlich ein BlackBerry da. Zur Arbeit brauche ich natürlich eine gute Tastatur, deswegen gehe ich mal hier kurz auf Text Message drauf und dann könnt ihr sehen, ich habe hier unten schon angefangen zu schreiben, aber ich könnte jetzt natürlich auch hier ganz einfach tippen, indem ich hier die Tastatur benutze oder ich swipe nach oben, um dann immer jeweils das Wort, was hier drüber steht, zu benutzen, auszuwählen und dann brauche ich gar nicht mehr tippen, wenn ich sowieso meistens die gleichen Sätze schreibe. Wenn ich nach links einmal swipe, dann wird das letzte Wort gelöscht, ist natürlich auch ganz praktisch, aber was ihr auch sehen könnt, dass wir hier auf die Einstellungen drauf gehen können, auf die Tastatureinstellungen drauf gehen können. Wenn ich in der Nachricht hier drin bin. Und dann erscheint hier oben die Tastatureinstellung und dann kann ich auch sagen, ich möchte eine Onscreen-Tastatur benutzen, also ich kann auch weiterhin die ganz normalen Android-Einstellungen verwenden, wie wir sie kennen von anderen Geräten, die keine Tastatur haben, denn es gibt eigentlich fast keine mehr mit Tastatur und das ist natürlich das, was besonders ist hier bei BlackBerry. Wir sehen können, im Hintergrund können wir dann entsprechend hier die letzten Apps auch aufrufen, mit so einem X hier auch schließen oder zwischen den letzten zwei Apps auch schnell wechseln, wenn ich zweimal hier die Taste drücke. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ich habe euch was von dem Convenience-Key erklärt, hier einmal auf der Seite drücken und schon habt ihr hier die Möglichkeit, bestimmte Funktionen gleich mit einem Tastendruck zu erreichen, ohne dass ihr dann entsprechend noch lang in dem Menü rumsuchen müsst, wo ich jetzt gerade diese App habe. Wenn ich zum Beispiel Flüber benutze, kann ich das hier draufsetzen und andere Sachen auch. Ansonsten habe ich auch meinen Hub wie immer noch weiter. Ich kann hier ganz wunderbar einfach, wie ihr hier sehen könnt, meine E-Mails lesen, meine Kalendereinträge lesen und natürlich auch als einstellen. Kann ich auf der linken Seite einstellen. Aber mehr dazu dann in meinem Test, den ich zu diesem Gerät auf jeden Fall durchführen werde. Denn es ist ein wirklich spannendes 4,5 Zoll Gerät mit auch einer riesengroßen Akkuleistung und von der Größe her ganz bequem auch zum Mitnehmen. Wir sehen können, dass Samsung Galaxy S7 auf der rechten Seite, nicht das Edge, ist ungefähr von der Größe ähnlich. Bis auf in der Höhe ein bisschen ist das BlackBerry ein bisschen größer, weil wir natürlich hier oben noch die gute 8-Megapixel-Kamera drin haben, Lautsprecher und noch ein paar Sensoren und eine Status-LED. Mein Name ist Balaschkal, wenn ihr das zugeschaut habt. Das war hier das wunderschöne BlackBerry Key One Smartphone. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tschüss.